und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie. Leider auch diese nur aus dem Speicher des Gerätes. Ich habe gerade eine Blitzpartie gespielt. Die fing an mit F2, F4. Dann kam D7, D5. E3. E6. Alles noch bei ihm. C4, da war das Buch zu viel. Springer F6. D4. Läufer G4, F3, Läufer G7, C3, Springer C6. Übrigens, Springer C6, das ist ein Zug, den machen die häufig. Zumindest er. Der neigt sehr viel, habe ich schon oft bemerkt, in solchen Stellungen Springer C6 zu ziehen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so gut ist. Das ist wahrscheinlich, ja, dem Sinn verschuldet der Figurenentwicklung. Entwickelt ein Springer. Ich weiß nicht, ob dann C6 möglicherweise nicht doch besser wäre. Und dann den Springer nach D7 ziehen. A3. Jetzt zieht weg. A3. Schade. Ich wollte ja auch ein bisschen Springer B4 den Wind aus den Segeln nehmen. Läufer E2. E6. Gerade. DC4 schlägt. Läufer schlägt. Springer E4. Springer schlägt. Ich will keine Verwicklungen zulassen, deswegen habe ich das Wort weggetauscht. Läufer schlägt, Läufer D3. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er zurückgezogen hat. Dazu schlagen. Ich nehme dankbar weg. Wäre natürlich auch möglich gewesen, den G-Bauern zu nehmen. G6 schlägt F5 und dann den König nach H8, den Turm nach G8, den Läufer dann beiseite ziehen. Das hätte mir für Schwarz besser gefallen, aber. Also ungefähr so eine Faustregel. Ins Zentrum reinschlagen, statt aus dem Zentrum rausschlagen. B4. A5 gefällt mir. Wow, kann man aber machen. B5. Springer muss natürlich erstmal weg. A4. Turm E8. König H2. Hatte eigentlich den Sinn, taktischen Spirenzchen aus dem Weg zu gehen. Das ist, wenn er irgendwann meinetwegen der Springer zieht weg. Und meinetwegen, da muss noch die Dame wegziehen. Auf jeden Fall dieses Feld hier mit Läuferschlägen und Turmangriff und Königangriff, das hat mir gar nicht gefallen. Ich hab's dann aber. Eigentlich hatte ich es übersehen, aber irgendwie hatte er sich dann wohl selbst verhaspelt. Und das Programm hat nämlich total unterschätzt, dass der schwarze Läufer auf dieser. War schon kaputt, Maus. Dass dieser schwarze Läufer auf dieser Diagonale sehr stark wird. Das hatte er überhaupt nicht einkalkuliert. Dame B3, Dame E7, Springer E5. Springer schlägt. Ist eigentlich egal, wie ich hier nehme. Ich habe hier halt so genommen. Ich hätte auch andersrum nehmen können, wäre aber das gleiche gewesen. Läufer schlägt. Natürlich mit der einfachen Idee, den Turm zu schlagen. Das ist natürlich die Idee. Bauer schlägt E5, Dame, König weg und der Turm fällt, so seine Idee. Das Problem ist allerdings, dass ich dann mit Tempo den Läufer auf diese Diagonale bringe. Und dann drohe ich ja über diese lange Diagonale das Matt. Und wenn ich hier meinetwegen das Matt drohe mit Dame C3, na gut, da könnte König F8 noch ziehen, aber ich habe gedacht, das könnte gefährlich sein. Sag mal, ja, ich habe es gehofft, weil ich es ja übersehen hatte. Dame schlägt. König G1. Dame schlägt Turm. Material können diese alten Geräte nur schlecht widerstehen. Aber. Sagen wir mal ehrlich, was ist da für eine Programmstärke schon dahinter? Das ist hier. Da ist noch was auf. Da muss ich mal so reinigen, wenn er aus ist. Die hatten ja nichts an Programm. Das ist ja. So ein Schachcomputer, was hat er an Programm? Das ist ja, der muss ja keine Grafik bedienen oder irgendwas. Alles, was der bedienen muss, ist das Display. Das funktioniert ja automatisch. Irgendwie was Speicherfressendes existiert ja gar nicht.
Das ist 32 Kilowatt RAM und 8 Kilowatt ROM. Ist das nicht? Oder eine 32 Kilowatt Programm und 8 Kilowatt RAM. Mehr ist das ja nicht. Das ist deswegen finde ich auch diesen MM6 so schwach. Es gibt ja auch einen MM6 und der hat nur 1 Kilowatt RAM. Der hat zwar mehr Öffnungen, mit 32.000 Eröffnungen oder so. Er hat ja auch 25.000 Eröffnungen. Also, und dann nur Franz Morsch, ich weiß nicht. Der ist ungefähr. Der ist sogar mein Mephisto vom Saltik stärker. Der hat 24 Megahertz und der hat sogar nur 10 Megahertz, dieser MM6. Also der, ich kann diesen MM6 überhaupt nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Und dann, man sieht, was für die Mondpreise die verlangen. Und auch dieses Display. Das ist ja nicht mehr wie beim Polga, Punktmatrix, dieses vom MM6, sondern das ist ja quasi auch wieder nur sowas hier. Ein bisschen aufgepimpt, aber im Prinzip ist es nur wieder so eine vierstellige Displayanzeige hier. Deswegen dann 270 Euro dafür zu verlangen für den MM6, als wäre es hier ein Richard-Ley-Programm oder ja, ein 16-Bit-Programm oder sowas. Auch von den Amsterdam. Ich habe letztens den Amsterdam gesehen. War zwar gut erhalten und so, aber 245 Euro, was er haben wollte, das war mir dann doch ein bisschen zu für den Amsterdam 16-Bit. Die meinen eh alle, die hätten da Goldbarren. Die 16-Bit-Computer, die kleinen Versionen davon, teilweise ohne Adaptermodul. Aber gehen wir mal weiter. Läufer B2, greift die Dame an. Turm schlägt E3. Ja, ich hätte auch einfach den Turm schlagen können, wie ich das so sehe. Dame schlägt E3. Ich habe es aber nicht gemacht, ich habe auch B7 genommen. Der Idee, die Dame ist weiter angegriffen. Muss also ziehen. Und ich muss nichts geben für den Turm. Wenn ich auf E3 nehme, dann nimmt er den Läufer. Dann habe ich nicht mal was gewonnen. Da ist das plus minus 0. Ich greife aber immer noch den Turm an und die Dame muss immer noch reagieren, was sie auch macht. Dame steht F1. Glaube, im höheren Sinn ist ja eigentlich die Sache schon verloren. Das kann man normalerweise schon vergessen. Dame B6. Schach. Schach. Das wäre ja sogar, ich habe zuerst König G3 gezogen, aber rein theoretisch wäre das doch. Wenn ich eine F3 gezogen hätte und einen Turmschach geben, dann könnte ich sogar schon die Dame gegen beide Türme. Und dann einfach mit dem Läufer den König austempieren. 5. Dame F6. König F8. Läuferschach. Das sorgt dafür, dass der Bauer jetzt auch mit Schach fällt. Und damit gewinne ich jetzt den nächsten Turm. Läufer B2 Schach. Ist er quasi watt. Er muss also nehmen. Dame Schach. Beiseite. Der nächste Turm fällt. Das Problem ist, dass der Turm auch nicht in der Lage sein wird, den Laden zusammenzuhalten. Der kann da nicht irgendwie. Ja, keine Ahnung. Wo könnte man sich ein Remis vorstellen? Meinetwegen, die Bauern wären weg. Und das wäre kein Doppelbau, also, um mal ein Beispiel zu nennen. Auch immer da stehen würde, was der Geier. Der Turm würde auf jeden Fall irgendwie den König abklemmen hier. Dann könnte ich mir durchaus ein Remis vorstellen. Wenn der König nicht rankommt, aber der Turm ist einfach unfähig in dieser Position. Ich gehe jetzt gerade einfach mit dem Bauern an hier. A5. Damit C5, greift den nächsten Bauern an, den deckt er sich noch irgendwie. Schach. Nehmen wir auch noch weg. König G7. G4, nicht dass die billige taktische Motive schon drin war für mich. G4. Er muss auch immer aufpassen, dass ich nicht über irgendwelche weißen Diagonalschachs den Turm gewinne. Wozu er natürlich jetzt auch sehr stark neigt, ist hier ständige Schachgebote. Turm E2, Schach gesehen, Schach gegeben. Jetzt pressen wir den nächsten Bauern, der dem.
Ja, der kostet automatisch den Turm irgendwie. Aber wir haben ein paar Racheschachs, noch ein Schach, noch ein Schach. Da ich mich kurz mal verhaspelt, deckt mir also den Bauern wieder. 7, wieder ein Schach, wieder ein Schach. Hinauszögern ohne Ende. Der Schachgebote. Und jetzt geben die Schachgebote aus. Jetzt geht da freiwillig den Turm. Wird wohl sowieso nichts geändert. Kaputt ist natürlich sowieso. König E5. 6. Schach. Wieder Schach. Peinlich wäre natürlich König F6 mit Patt. Wäre natürlich peinlich, deswegen König D6. Weicht den Bauern aus. Und ja, das gibt dem Gegner so quasi die glückliche Möglichkeit, in Anführungszeichen natürlich, noch Züge machen zu können. Ich will jetzt so matt setzen. G6 wäre natürlich auch matt gewesen. Dame H7, F7 matt. Ich wollte das eben so haben. Zack, noch ein Vor- und Schamatt. Man muss natürlich eine Figur haben, die der Gegner noch ziehen kann. Dann den F-Bauern klar machen. Jo, das hat mich ein bisschen überrascht, dass er quasi gesehen hat, und das scheint wohl auch diese Schwäche dieses Programms zu sein. Das Programm erkennt ja taktisch, dass er den Turm in der Ecke gewinnt, erkennt aber strategisch nicht, kann auch sein, dass ich da vollkommen falsch liege. Meiner Meinung nach strategisch nicht, dass die Diagonale viel zu schwach ist. Und dann war es hinterher halt vorbei. Kann natürlich auch sein, dass der Mephisto, keine Ahnung, um 32-Bit-Mephisto, vielleicht nicht unbedingt der Amsterdam, aber da gab es, ich glaube, Amsterdam 32-Bit gab es auch. Als Prototyp sozusagen bei der Computer-WM in Amsterdam. Zu kaufen gab es aber nur 16-Bit. Ob so ein Richard Lee-Programm das wohl anders spielen, spielt ja auch keine Rolle. Hier ist Dalipo siegreich vom Brett gegangen. Nichts zu holen für Mephisto. Bedanke ich mich mal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.